Hallo Leute und willkommen zurück bei Evo Search for Eden. Ich bin momentan vor einer sehr wichtigen Frage. Wir haben hier drei Wege und ich habe keine Ahnung, wo wir hin sollten, aber ich habe das Gefühl, dass wir mal lieber nach Russland gehen. Weil, keine Ahnung, Russland ist einfach fertig. So. Musste kurz mein Headset noch ein wenig richten. Und dann geht's hier los. Oh man, Idee zu schauen, was wir als nächstes hier verwandeln. Mir überlegt, sollte ich sofort alles so machen, damit wir sofort zu einem Menschen können werden oder nicht. Also, ich habe eh vor, nachher die Richtung einzunehmen. Nee, glaub noch nicht. Ich könnte mir die Rabbit-Zähne geben. Und lass das mal mein Neck. Kostet hier nur 200. Okay. Oh, pff, muss man einfach mal wieder zurück durch die Höhle hier. Haben wir noch die Schweine hier kaputt. Oh, dickes Fleisch, sehr gut. Und neuen Körper. Oh mein Gott, das sieht ja wirklich bescheuert aus. Aber auf jeden Fall sind wir so schneller und können höher springen. So, normalerweise, ja, wie ihr seht, Ramothecus Shaped Body ist jetzt möglich, ist nur möglich, wenn wir Katzenzähne haben und den Body eines Häschen. Sonst klappt das nicht. Oh ey. So. Ach, verdammt. Oh ja, ist jetzt gut hier. Geht doch. Jetzt ist die Frage, ob wir alles verzagen werden. Schauen einfach, was wir machen. Oh mein Gott. So. Und weiter geht's. Ob das... Du bist mir egal, ich geh einfach vorbei, so. Ich doch schon viel einfach und hier sollten normalerweise die Amphibien sein, die sich hier verstecken. So. Ich glaube, ich nehme mir jetzt mal diese Zähne hier, damit wir aussehen wie ein Hase. Wie, was, wo? Ich habe jetzt keine Mähne mehr, okay. Ah, ich verstehe schon. Aber auch gut. Hm, Hase hat doch was Niedliches an sich. So. Jetzt müssen wir wieder... Oh mein Gott, wie hoch ich springen kann. Hier hoch. Ah, der Hase gefällt mir doch sehr. Also, wir müssen wieder da hoch. Und da oben sollte eigentlich auch noch ein Gebiet sein, wo wir irgendwas erledigen könnten. Diese Ratten oder was das auch... Teldar-Human heißen sie, ne? Die sind ja sowas von nervtötend. Wie bitte? Wieso ging das jetzt nicht? Okay, jetzt müssen wir... Das... Okay. Noch ein Versuch dann halt.
Aber eigentlich sollte das doch klappen, oder nicht? Seltsam. Das war doch so, oder? Man muss über den Berg klimmen, um auf die andere Seite zu gelangen. Aber irgendwie hat das ja jetzt nicht geklappt. So. Okay, die neuen Zähne sind nicht so toll, aber Rammen bringt es ja noch. 7 Schaden geht ja noch. Hä? Oh, Mano. Okay, Erdknäpsen. Ja, Knopf macht, dass man das Level verlässt. Okay, damit wäre dieses Rätsel auch mal gelöst. Sehr tot. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, die sind wirklich stark. Oh mein Gott. Aber ein einfacher Tritt und dann sind die auch Geschichte. So, nee, mach mal nicht. Hab grad mit dem Gedanken gespielt. Dem Hasen hier. Vielleicht einen langen Hals zu gönnen. Also diese Schweine mit ihren Blubberblasen, ich weiß ja nicht. So. Euch mag ich nicht, ihr seid brutal. Deshalb weichen wir euch einfach verdammt aus. So, und kein R-Knopf drücken. So. Oh mein Gott. So, jetzt sollten wir aber eines auf die richtige Seite kommen. Wenn nicht, bin ich ziemlich wütend. So. Jetzt fahren wir wieder auf der anderen Seite, bitte. Geht doch. Jetzt können wir hier hoch. So. Und was haben wir denn hier? Ich hoffe, es lohnt sich wenigstens. Oh mein Gott. Noch Eichhörnchen oder so? Ich kann aber gut springen. Das war alles, okay. Auch gut. Ah, nee, hier ist noch was. Gut, 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 gut. Na, der Urvogel, was willst du denn hier? Dann komm mal runter. So. Plus 150. Ist doch wunderbar. Neue Zähne. Noch nicht möglich. Ein Horn. Mag ich nicht. Und da war ein Loch. Löcher sind nicht schön. Die machen sehr viel Aua. Zumeist, wenn sie keinen Boden haben. Ja. Geht doch. Und hier haben wir eine grüne Kugel. Ja, und zack. Und damit wäre dieses Gebiet auch geschafft. So, jetzt können wir hier runter. Frage ist, nach Afrika oder nach Europa? Ich sage einfach mal nach Afrika.
Und der überlebte. Ah, der sagt genau das gleiche wie alle anderen Dinosaurier. So, wie mache ich das am besten? Ja, ich springe auf über ihn, genau. Wie? Zum Himmelsgott? Ah, geht doch. Genau so will ich das haben. Und so kann Riesenkaninchen auch Dinosaurier vernichten. Na komm. Zack. Neue Zähne halt. Zähne eines Hundes, okay. Habe ich jetzt meine Mähne wieder, bitte? Gut. Ja, das ist so in Ordnung. Und wie stark sind die? 15! Nicht schlecht. Obwohl ich ziemlich bescheuert aussehe. So. Also was für ein Tier soll das jetzt noch darstellen? Ein Hase. Mit einem Körper von einem Hasenkörper. Mit Hundezähnen und einer Mähne. Das weiß ich ja nicht. So. Nordafrika wurde dann wohl von uns erobert, oder? Also. Und was haben wir dann hier unten? Oh ja. Tyrannosaurus. Oh, die Yetis kommen. Was haben wir vielleicht für jetzt? Ah, der. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Wie viel Schaden die macht! Ich weiß es nicht. Hallo Gaia, kannst du mich bitte wiederbeleben? Danke. Unser Problem wäre nochmal mit einer anderen Taktik. Und ich nenne diese Taktik... Attacke. Okay, die klappt nicht ganz. Das Timing muss perfekt sein, sonst wird das nix. Oh mein Gott, kannst du ja sowas von vergessen. Ich brauche einen neuen Körper. Ganz klar. Also, sagen wir mal, gehen wir mal hier fahren. Hallo, Langhals, ich brauch dein Fleisch. Komm. Gut. Ah, durch die neuen Zähne habe ich nicht mehr so eine starke... ja. Rammkraft oder was auch immer das da sein soll. So. Du auch noch. Zack. Und das können wir auch noch aufessen. Ist genug Salat gegessen, jetzt willst du gegessen sein. Willst du gegessen. So, und wieder hoch. Ist nachts, ist schlafen und werden dann umgebracht, wie es ist gehört in der Natur. So, zack. Aua, zack.
Und es wird schon wieder Tag und ich bin so verdammt langsam. So, noch 40. So. So. Und Körper eines Pferdes. Sieht irgendwie lustig aus. Wie viel? 20! Bam! Gut, vielleicht wäre das hier auch noch eine Idee. Ah, schon viel einfacher mit dem Beißen. So muss das laufen. Irgendwie bewegt es bis jetzt nicht mehr nach vorn, wenn ich es beiße. Und dann kann ich auch die beißen, ohne dass ich in sie reinlaufe und mir weh tue. Gut. Back of the Heat ändern. Vielleicht noch eine Idee. So, versuchen wir uns nochmal an die Tyrannosaurus Rexen hier. Schon viel besser. So, was für einen Boost bekomme ich dann überhaupt von den Rentierzeugs? Was für ein Kick nehme ich an? Das ist ein Mushorn. Ein Elch. Ich nehme einfach jetzt mal an. Bessere Rüstung. Darf keinen Fehler machen. Das war knapp. Plus 1000. Zähne eines Pferdes. Schau dir nur diesen Kick an. Bam. Aber irgendwie klappt das noch nicht richtig. Aber mit dem Springen klappt ja wenigstens gut. Verdammt! Da konnte ich aber jetzt wirklich nichts machen. So, wir sind jetzt ein Pferd. In Ordnung, wir haben eine große Kickkraft. Vielleicht nicht mehr so gut Zähne. Und ich will nicht speisen. Aber was für ein Horn sollen wir nehmen? Sheephorn. Ja, ist ja klar. Dumme Hitboxen hier.
So. Nur mal sehen, ob es was da nochmal ein Unterschied ist, weil ich gerne das, was am meisten Kick hat. Okay, als bringt mehr Rüstung. Okay. Aber diese Gegner hier sind schon ziemlich stark. So. Ist ja eh sowieso ein bisschen schwierigeres, schwieriges Spiel. Aber diese Rammtechnik klappt nicht immer, verdammt nochmal. Weil sobald man zu schnell ist, hat man wieder ein anderes Problem. So. Wir können noch das hier ausprobieren. Ah ne, das hat man ja schon. Ich wollte eigentlich das vom Schaf nehmen. Auch gut. So, und was ist hier links? Oh, das sehen wir nächstes Mal, ne? Also Leute, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Griffion.